Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Ja, ich bin noch unter den Lebenden, falls ihr es nicht geglaubt habt. Ich krück hier so rum. Das machst du aber super. Ja, mache ich super. Aber wenn ihr es noch nicht gewusst habt, ich habe mir den Oberschenkelhals gebrochen und war deshalb ein paar Tage außer Gefecht. Weil du eine ältere Dame vor 50 Angreifern verteidigt hast. Exakt, vor 150. Ja. Und jetzt darf ich hier 6 Wochen lang mein rechtes Bein nicht belasten und hocke zu Hause rum. Das hat leider bestimmte schlechte Nebenwirkungen. Wir hatten uns eigentlich sehr gefreut, dass wir bei der Verdi in Gladenbach im September vorbeischauen und da einen kleinen Vortrag halten. Das fällt jetzt auch erstmal aus. Aber wir wollten jetzt nicht komplett auf Betriebsrat TV verzichten. Wir machen es aber ganz kurz. Wir hatten auf YouTube eine kurze Anfrage, auf die ich auch geantwortet habe. Aber das ist, glaube ich, interessant für viele Leute. Und zwar geht es darum, lieber Jens, muss der Arbeitgeber eigentlich dem Betriebsrat Bescheid sagen, wenn er einen Aufhebungsvertrag mit einem Mitarbeiter macht? Nein. Nein. Warum? Das ist Individualrecht. Aber wie immer, wenn wir von Individualrecht reden, ist es nicht dann die Aufgabe des Betriebsrats zu sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun. Oh, tschüss. Na, die Leute wegzuschicken und zu sagen, nein, wir machen hier nur Kollektivrecht. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass der Betriebsrat mit den Leuten Kontakt hält, ne? Mit den eigenen Mitarbeitern. Damit, genau, wenn sowas passiert, die darüber Kenntnis haben. Denn oftmals ist es so, vor einer Betriebsänderung oder es wird gerade eine Betriebsänderung vorbereitet oder heimlich durchgeführt, dann macht der Arbeitgeber so an einzelne Personen schon mal Angebote zur Aufhebung für den Arbeitsvertrag. Damit es dann später billiger wird, ne? Genau. Und damit dann der Druck, der dann aufgebaut wird, nicht so groß ist. Aber auch in allen anderen Fällen, kann das unschön sein, ne? Wenn der Arbeitgeber zu sehr Druck aufbaut auf die Leute oder so. Ja. Deshalb ist es immer wichtig, den Puls an der Belegschaft zu haben, ja, ganz nah dabei zu sein. Und wenn eben sowas passiert, dann auch immer der Belegschaft klarzumachen, ihr dürft in solchen Fällen einfach mal den Betriebsrat mit dabei haben. Ja, man muss auch nicht sofort unterschreiben. Ganz, genau, das sowieso nicht. Man kann das mit nach Hause nehmen. Niemals unterschreiben sofort und Aufhebungsvertrag immer mit nach Hause nehmen. Und wenn der Arbeitgeber sagt, das gilt nur jetzt, wenn Sie das unterschreiben, ab morgen gilt das nicht mehr, das Angebot, dann weiß man jetzt schon, dass das kein seriöses Angebot ist. Ja, genau. Das heißt übersetzt, das Angebot ist so scheiße, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Ja? Ja. Dann brauchst du es auch nicht zu unterschreiben. Weder jetzt noch am nächsten Tag. Das nochmal als kleine Hilfe für euch. Aufhebungsverträge müssen dem Betriebsrat nicht gemeldet werden, aber es ist immer sinnvoll, dass der Betriebsrat davon in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt. Und hast du da noch was? Nein. Nee, dann war's das schon. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.